Stimmungsvoll und einladend soll er werden, der traditionelle Dülmener Winter mit Eisbahn und Weihnachtsmarkt. Das gaben die Organisatoren jetzt bei einem Pressegespräch im Rathaus bekannt. An den Hauptverkehrsstraßen und am Rathaus wird es eine neue Weihnachtsbeleuchtung geben. Ja, der Dülmener Winter, 6 Wochen haben wir wieder ein volles Programm hier auf der Eisbahn und der Weihnachtsmarkt ist natürlich auch noch mit angedockt. Der wird 2,5 Wochen gehen. Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes und der Eisbahn ist für den 3.12. vorgesehen. Bis Januar ist die Eisbahn dann täglich geöffnet. Auch für Firmen und Vereine steht sie zur Verfügung. Ein Zuschauermagnet werden besonders die Events auf dem Eis sein. Ja, neben den Turnieren auf dem Eis, wie dem Eisstockschießturnier, haben wir eine neue Veranstaltung. Classic on Ice heißt die Veranstaltung, die ist am 27. Dezember. Da wird ein Tenor auf der Eisbahn für uns singen. Ansonsten gibt's natürlich auch ein großes Rahmenprogramm. Wir haben eine Bühne auf dem Marktplatz stehen, die wird an den Adventssamstagen und Sonntagen dann bespielt sein. Da haben wir auch viel für Kinder. Die bunten Hütten des Weihnachtsmarktes sollen nicht nur auf dem Marktplatz zu finden sein, sondern auch in der Viktorstraße und an der Münsterstraße. Wir kommen insgesamt auf 40 Hütten, die wir hier stehen haben. Und da wir einige Wechselhütten haben, kommen wir so auf gut 50 Aussteller hier in Dülm. Und ja, das freut uns ganz besonders. Gruppenfoto aller Beteiligten. Die Dülmener Bürger können sich jetzt schon auf den Dülmener Winter freuen. Bis zum 11. Januar wird dann das Eislaufen auf dem Marktplatz möglich sein.